7000 Betriebe, 3,3 Milliarden Euro Bruttoregionalprodukt, ein gut florierender Tourismus und steigende Beschäftigungszahlen. Das sind nur einige Daten des Wirtschaftsstandortes Pinzgau. Ich glaube, da können wir sehr stolz sein. Die Zahlen sind überall hervorragend. Es hat viel Schnee gegeben, das heißt, es ist schlussendlich das weiße Gold vom Himmel gekommen. Aber man muss auch natürlich schauen, wohin ist die Entwicklung und wie sind die Rahmenbedingungen rundherum. Da steht Land Salzburg sehr gut da. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch die Rahmenbedingungen für die Zukunft, für die nächste Generation zu schaffen. Und über das wird man sicherlich heute diskutieren. Ein Treffen der Unternehmen bietet die Möglichkeit, zu netzwerken und dabei Kontakte zu knüpfen. Die Wirtschaftstreffen in den Bezirken sind für uns vom Wirtschaftsbund sehr wichtig, weil man unsere Wirtschaftsbundmitglieder zum einen oder aber auch die Wirtschaftstreibenden in der Region informieren will über die aktuelle Politik und vor allem eben die Möglichkeiten der interessenspolitischen Arbeit in der Bundesebene und auf der Landesebene. Und das sind wichtige Treffen, damit sich unsere Unternehmer und Unternehmerinnen wieder orientieren können. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, etwa eine bessere Anbindung aus dem Pinzgau in den Zentralraum, ist Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer mit der Entwicklung zufrieden. Der Pinzgau steht auch gut da, ist ein Bezirk von besonderer Schönheit, hat natürlich seine Eigenarten und besonderen Bedingungen auch. Die Anbindung an den Zentralraum, das ist ein Riesenthema natürlich nach wie vor. Die Arbeitsplatzsituation entwickelt sich aber gut. Wir haben also auch im Bereich der Arbeitslosigkeit, bin ich zufrieden, was den Pinzgau betrifft. Wir haben eine starke, boomende Tourismuswirtschaft, aber der Pinzgau ist nicht nur vom Tourismus abhängig, sondern es gibt auch tolle Produktionsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, kreative Betriebe. Aber man muss immer dranbleiben und geschenkt ist nichts. Und wenn man sich auf den Lorbeeren von gestern ausruht oder von heute, dann hat man morgen schon verloren. Das heißt, wir müssen weiter vorwärts gehen, weiter investieren, weiter schauen, die Lebensbedingungen auch zu verbessern und vor allem auch im Verkehrsbereich voranzukommen. Der Fachkräftemangel war an diesem Abend natürlich auch Gesprächsthema. Die Initiative Komm bleib ist eine von vielen Maßnahmen, die helfen soll, den Pinzgau als wirtschaftlich und infrastrukturell hochwertigen Lebensraum zu erhalten. Ich glaube, es gibt zu wenig Interessierte, aber die es gibt, die trifft man oft schwer. Das heißt, es wäre schon anzuraten, dass man sie mehr in Schulen begibt und ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit tritt. Die Betriebe sind oft sehr versteckt und das ist ein bisschen ein Nachteil. Am Land ist es aber, glaube ich, schon um einiges leichter, wie jetzt im städtischen Bereich, Lehrlinge zu finden, weil das einfach nur mehr Wert hat, einen Handwerksberuf zu erlernen. Die Indikatoren signalisieren ein anhaltend positives Konjunkturbild. Die Aussichten hinsichtlich der Auftragslage und der Umsätze bleiben eindeutig positiv. Alle Betriebe, alle Industrien sagen einfach, dass 18 noch besser wird als 17. Und das Jahr 2019 schaut auch schon sehr gut herein. Ich glaube, wenn nicht irgendwie global die Inflation wieder zurückkommt oder ein Krieg, bin ich sehr beruhigt und sehe der Zukunft gelassen und freudig entgegen.